Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir es auf Ebene 80 geschafft und Feuerwandlerstiefel bekommen. Wie wir sehen, 3 Verteidigung, 3 Immunität. Die sind auf jeden Fall besser wie unsere vorigen. Also zack, gleich mal ausgetauscht. Und dann werden wir auch noch eine Ebene tiefer gehen, da wir noch ein bisschen Zeit haben. Nein, nichts tun. Was ist das? Okay, das ist eine Truhe. Rote Steine. Ich meine, wir brauchen Feuerquarz. Ja, so ein roter Stein eigentlich nicht so schlecht aus. Okay, da ist... der keilt sich. Was macht der bitte? Okay. Oh! Was macht der denn bitte für Schaden? Okay, da brauchen wir irgendwas, was mehr Energie bringt. Gesundheit bringt. Moment, das bringt viel Energie. Okay, wir probieren es nochmal. Da haben wir ihn besiegt. Schattenessenz. Haben wir die nicht auch gebraucht? Ich glaube, wir haben Schattenessenz gebraucht. Aber hierfür sind wir jetzt echt noch nicht gerüstet. Und selbst die Steine sind schon... brauchen wir mehrere Schläge, um die abzubauen. Wird natürlich gerne Feueressenz oder Feuerquarz. Feuerquarz war das, meine ich. Noch finden. Ah, guck mal, ab 80 hier. Wir finden jetzt Golderz. Da haben wir Kohle gefunden. Da ist die Leiter. Okay, Pilze wachsen hier jetzt auch. Und hier tatsächlich Golderz. Pilze noch mitnehmen. Da haben wir Eisenerz. Pilz auch noch. Ich möchte eigentlich jetzt nur noch schnell so ein Quarz da haben, so ein Feuerquarz. Ey, wie viel halten die denn aus? Aber wir müssen auch nach oben. Sonst haben wir gleich wieder Kosten. Okay, die halten echt schon viel aus. So, sammeln nur Pilze ein. Und dann müssen wir dringend nach oben. Aber ich weiß nicht, ob wir das noch rechtzeitig nach Hause schaffen. Glaube es irgendwie nicht. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg zum Feuerquarz. Ich hoffe, es war jetzt Feuerquarz, nicht, dass ich mal falsch sage. Nochmal wieder reingucken. Boah, wir haben noch 20 Minuten, bis wir im Haus sein müssen. Noch 10. Ne, das schaffen wir nicht. Wir werden wieder vorher zusammenbrechen. Also ab 0 Uhr muss man sich eigentlich echt auf den Rückweg machen. Ja, wieder kurz bevor wir zu Hause sind. Oh, das ist ärgerlich. Minenarbeit. Spitzhackeneffektivität gestiegen. Wir können jetzt Bomben herstellen. Und das hat wieder gekostet. Aber gut. Ja, schade. Schade, schade. Ah, Post. Oh, 1000 Gold. Noch. Okay, wir haben nochmal wieder von Marnie Tierfutter bekommen, weil wir so gute Nachbarn sind. Haben wir Kohle in der Tasche? Können wir... Weil ich packe einmal das rein, aber ich wollte... Können wir verfeinerten Quarz da auch nochmal reinschmeißen? Bestimmt nicht, ne? Benötigt 5 Erze. Aber das ist... einfach mal. Wird nichts. Schade. Dann packe ich einmal den hier Kupfererz rein. Den Rest können wir erstmal alles weglegen.
Der kommt hier rein. Der auch. Das, das, das. Das kommt nicht rein. Golderz kann hier noch rein. Schattenessenz. Da müssen wir gleich mal gucken. Haben wir die nicht für irgendwas benötigt? Okay, Feuerquarz brauchen wir hier. Schattenessenz. Wo war denn die Schattenessenz? Bei Speisekammer wird sie nicht sein. Handwerkswaren. Fehlt uns halt diese Schneesüßkartoffel. Ich fürchte fast, die kriegen wir nur... nur durch... Komm nicht drauf. Nur durch das Gewächshaus. Scheinbar nicht. Das irgendwie... Hatten wir das wahrscheinlich für was anderes gelegt. Die da. Hatten wir hier reingepackt. Auch hier rein. Stiefel kommt hier rein. Da Heu ist das Silo scheinbar voll. Einmal Tiere kümmern. So. Heu haben wir in der Tasche. Nachpacken. Und doch, passte rein. Also haben wir das auch gleich verstaut. Bahn ist schon fertig. Den können wir hier noch wieder reinlegen. Wir müssen uns ja irgendwie anderes Essen noch machen. Ich so wollte ich auch nicht. 22. Jo, langt erstmal. 'Was können wir uns denn sonst für Essen? Milch bräuchten wir. 100 Energie, 40 Gesundheit. 90 Energie, 36 Gesundheit. Plus 2 sammeln. Okay. Aber alles Weizenmehl. Müssten wir ja kaufen. Plus 3 Angriff bringt das. 125 Energie, 50 Zeit. Oh. Aber richtig Sachen hier. Ja, wir werden dann erstmal damit weitermachen. Wir werden... Ah, ich überlege, wir müssten eigentlich, wie gesagt, in, Linie wieder rein, damit wir Feuerquarz vielleicht finden. Dann würden wir als Belohnung Dornreparatur bekommen. Würde ja fast sagen, dass wir das nochmal machen. Weil das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Ahornsirup, was bringt der denn? 50 Gesundheit, 50 Energie, 20 Gesundheit. Dann wird drin. Da doch. Ich. Da das gerade schon wieder fertig ist, werden wir nochmal Quarz machen. Das alles hier rein. So. Und dann jetzt aber wieder weiter. Und schauen, dass wir verdammten Feuerquarz bekommen. Nein, diese Süßkartoffel wäre auch gut. Oder Winterkartoffel, wie sie auch immer da heißt. Aber ich glaube, wie gesagt, nach wie vor, dass die nur im Gewächshaus wahrscheinlich züchtet werden kann. Weil wir haben auch noch nicht in den Shop reingeguckt. Aber egal, jetzt erstmal Feuerquarz. Erstmal das probieren, dann weiterschauen. Was
bringen eigentlich die Pilze? Minus 70 Energie. Okay, die sollten wir nicht essen. Sollten wir zu irgendwas verarbeiten. Weil Minusenergie brauchen wir nicht unbedingt. Komischen Zauberer hoffe ich mal, dass wir auf die nicht so schnell treffen werden. Die ändert sich schon. Ob das ein gutes Zeichen ist. Sind selbst in den normalen Stein schon Golderze jetzt drin. Frage, liegt das Feuer Quarz auch einfach so rum? Oh, da ist die Leiter schon, aber da ist Golderz und Golderz lasse ich bestimmt nicht liegen. Weil insgesamt Erze lassen wir ja eigentlich nicht. Wir haben es. Das war's schon, aber jetzt können wir auch versuchen, bis 85 durchzukommen. Wenn wir eh schon hier sind, aber dann würde ich auch, glaube ich, erstmal wieder rausgehen. Wir haben schon das Feuerquarz. Oh, was ist das denn für einer? Okay. Was war das für ein Typ? Halten jedenfalls extrem viel aus und machen auch ganz gut Schaden. Oh, was ist das für eine Fledermaus? Die hält auch schon wesentlich mehr aus. Und den vierten Schlag jetzt. Okay. Also, ja, bis Ebene 85, dann möchte ich hier aber auch raus. Dafür sind wir noch nicht so ausgerüstet, würde ich sagen. Aber wir haben ja auch das gefunden, wofür wir eigentlich hier waren. Magma-Geode haben wir gerade gefunden. Da ist die Leiter. Wobei, dann gehen wir auch direkt weiter runter. Was ist das da hinten links, was ich da schon sehe? Irgendwie nicht nett aus. Da haben wir schon mal die Leiter. Gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay, hier kommen jetzt Fledermäuse. Machen auch gut Schaden. Da kommt noch eine. Wie kommen hier denn noch? Oh, wir haben nicht auf die Energie geachtet. Verdammt. Oh Mann. Oh. Oh. Nein, 1200 Gold und zwei Gegenstände. Oh. Es ist noch. Was hatten wir hier? Ah. Unser Essen. Verdammt. Gut. Wir werden mal uns auf den Rückweg machen. Haben wir überhaupt noch irgendwas, was wir jetzt mal kurz essen könnten? Weil wir haben auch nur noch 2 Energie. Würde aber sagen, wir geben mal kurz den Feuerquarz da ab. Verlieren Gold. Ja. Werden wir essen. Oh, dann sind wir da erstmal wieder ein bisschen im Plus. Kippen hier nicht gleich noch um. Oh, wie ärgerlich das ist. Aber zum Glück ist das Feuerquarz nicht verloren gegangen.
dann mal schnell das hier rein. Wo haben wir es? Da haben wir es. Und jetzt werden wir mal sehen. Da ist als Belohnung Lorenreparatur. Hier bekommen wir erstmal die. Was passiert? Wir haben den Raum komplett fertig. Okay, sie sind die Hüter des Waldes. Und der Raum ist wieder komplett repariert. Ah, das können wir leider nicht lesen. Lauf nicht weg. Wo läuft er hin? Oh. Was macht er jetzt? Ah, der Stern, der kommt jetzt da oben an die Wand. Dann haben wir den ersten erfüllt. Sehr schön. Oh, verfolgt er uns jetzt hier immer? Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum der uns hinterherläuft. Ob der uns auch nach draußen folgt? Dann ist halt die Frage, ob wir den... Wir gucken mal, ob der bis nach draußen folgt. Weil dann wäre echt die Frage, ob man ihn bis zum Zauberer hinbekommt. Nö, scheint nicht so. Aber die Loren sind jetzt wieder aktiv. Da bin ich ja mal gespannt, was das bringt. Was gibt es hier als Mission? Na komm, auf den Kalender. Die Riffbarsch könnten wir haben, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Dann erstmal unsere Taschen leer machen. Oh, wir haben unser ganzes schönes Essen verloren und das Gold vor allen Dingen. Will aber einmal was gucken. Wir werden mal einmal ein Eisenbahn. Ein verfeinerten Quarz. Mal da rein tun. Mal gucken, wie viel das bringt. Komm hier rein, das auch hier rein. Ganze Rest. Können mal kurz, wo ich das hier gerade sehe. Oh, wir haben Kohle. Haben wir da? Nein. Ganzen Stapel mal kurz mit. Und dann stellen wir unsere ersten eigenen Goldbahn hierher. Kommt alles hier rein. Das kommt hier rein. Dann werden wir nochmal uns einen kleinen Snack zubereiten. Dann ist es Zeit zum Schlafen gehen. 20 Stück, die kommen dahin. Das eine Ei behalte ich. Das werden wir mal wieder bei Mani vorbeibringen, weil die uns immer so schön Heu schenkt. Da sollten wir die Freundschaft dann auch hochhalten. Da kommt es jetzt. Ah, es ist 170. Wir kriegen für den verfeinerten Quarz nur 50 und für die Eisenbahn 120. Okay, da habe ich gedacht, das gibt wesentlich mehr. Das ist ja praktisch nichts. Aber na gut, ich würde erstmal sagen, wir machen wieder einen kleinen Cut. Wir haben richtig viel geschafft. Wir haben das Quarz bekommen, sind dabei natürlich leider einmal gestorben. Kann man nicht, ja, war blöd, aber okay.
Haben dafür aber die Loren wieder aktiviert bekommen. Da schauen wir mal beim nächsten Mal, was uns das jetzt bringt. Aber bis dahin verabschiede ich mich erstmal und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.